السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Einmal war Hazrat Muslim Radhi Allahu Anhu dabei, über das Thema zu sprechen, dass wir uns immer selbst überprüfen müssen, ob unsere Aufgaben, unsere Taten, unsere Entscheidungen gemäß dem Heiligen Koran und gemäß den Ahadith sind oder nicht. Und wenn wir in irgendeiner Angelegenheit dem Heiligen Koran und dem Hadith keine Erklärung finden, dann denkt der Mensch darüber nach, und nachdem er nachdenkt, die Art und Weise ist, dass man die Heiligen, die vergangen sind, deren Aussagen und deren Entscheidungen betrachtet, wenn nichts im Koran und Hadith diesbezüglich zu finden ist. Und also Muslim Radhi Allahu Anhu sagt, dass einmal der verheißene Messias Al-Islam gefragt wurde, dass wir, wie wir unsere Entscheidungen bei Problemen treffen sollen und wo wir Rechtleitung einholen sollen. Und der verheißene Messias Al-Islam sagte genau dies, dass unsere Praxis darin besteht, dass wir als erstes gemäß dem Heiligen Koran entscheiden, und falls wir im Heiligen Koran dazu etwas nicht finden, dann besuchen wir dieses. Und wenn wir im Hadith ebenso nichts finden, dann entscheidet man aufgrund der Entscheidungen, die in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefällt wurden. An dieser Stelle muss aber auch klar sein, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, dass die Sunna, die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einen höheren Rang hat als die Hadith. Das heißt, wenn etwas belegt ist aus der Sunna, dann hat das einen höheren Stellenwert und danach kommt erst das Hadith. Das heißt, die Aufgaben, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat, wie etwas getan wird, und die Gefährten, die es nachgeahmt haben, das ist Sunna. Und nach den Gefährten, die Tabi'in und dann die Tabat-Tabi'in, die Tabi'in sind diejenigen, die die Gefährten gesehen haben, und Tabat-Tabi'in diejenigen, die diese Menschen sahen, die Gefährten sahen. Also Muslim Radhi Allahu Anhu erzählt darüber, dass wir unser Leben dahingehend überprüfen müssen, dass wir genau das tun, was wir im Wort Allahs und des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederfinden und was uns Allah und sein Prophet erlauben. Einige Menschen sind so sehr in Frömmigkeit versunken, dass sie hochmütig werden oder dass sie
ihr Leben oder ihr Wesen, ihrem Wesen gegenüber Unrecht tun und zu viel tun. Und es gibt Menschen, die die Gebote Allahs und des Propheten nicht befolgen. Beide Arten von Menschen handeln extrem. Die einen gehen in das eine Extrem und die anderen in das andere. Und sie verlassen die Grenzen Allahs und seines Propheten. Gute Taten, Rechtschaffenheit. Es gibt Menschen, die verschiedene Formen von Rechtschaffenheit begehen. Es gab eine Frau, die im Namen der Frömmigkeit etwas tun wollte, was nicht gut war. Denn Allah und sein Prophet, wenn sie etwas nicht erlaubt haben, dann kann man das nicht als rechtschaffene Tat bezeichnen. In diesem Ereignis, welches ich zitieren werde, ist auch eine Lehre für solche Menschen, die manchmal ihren Träumen große Bedeutung schenken, obwohl sie überhaupt nicht den Rang haben, dass man sagen kann, dass jeder ihrer Träume wahr ist und dass dies auch diese Bedeutung hat, wie sie das verstehen. Also das Muslim und das sagt, heute kam eine Frau zu mir, sie ist eine alte Frau aus Qadian und in ihrem Kopf gibt es irgendeinen Makel und sie sagte, ich habe im Traum gesehen, dass der verheißene Messias des Islam gekommen ist und er gesagt hat, wenn du 6 Monate lang fastest, dann wird der Kalif der Zeit wieder gesund werden. Also Muslim war damals krank. Und aber die Frau sagte, ich habe alle Gelehrten gefragt und sie meinen, dass 6 Monate lang Fasten unerlaubt ist. Dann sagte sie, Mia Bashir Amazab hat gesagt, dass du donnerstags und montags fasten sollst. Aber sie sagt, ich habe wieder einen Traum gesehen, dass der verheißene Messias des Islam gekommen ist. Und er hat zu mir gesagt, ich hatte dir gesagt, dass du 6 Monate lang ununterbrochen fasten sollst. Warum fastest du nicht? Also Muslim Radhiyallahu sagt, ich antwortete ihr, dass dein Traum nicht größer sein kann als die Offenbarungen des verheißenen Messias al-Islam. Und der verheißene Messias al-Islam sagt über seine Offenbarungen, dass wenn eine seiner Offenbarungen gegen den Koran oder die Sunna ist, dann verwerfe ich diese Offenbarung und beachte sie nicht. Wenn der verheißene Messias al-Islam seine eigene Offenbarung immer ausrichtet nach dem heiligen Koran und nach dem Hadith, dann müssen wir ihren Traum auch genauso ausrichten nach dem Koran und Hadith, das, was durch den heiligen Propheten belegt ist. Und er hat verboten, dass man so lange ununterbrochen fasten soll. Und wenn ein Traum kommt, der entgegen diesem Gebot ist, dann ist das ein satanischer Traum. Auch wenn es scheinbar um eine fromme Tat geht. Das wird nicht sich um einen göttlichen Traum handeln. Denn wenn es ein göttlicher Traum wäre, dann würde sie Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam würde dieser Traum die Praxis des heiligen Propheten belegen. Ein Traum muss also so sein, welcher den heiligen Koran oder die Fatwa, das Fatwa des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam belegt. Wenn das dies nicht der Fall ist, dann wird dieser Traum verworfen, denn er kann nicht gemäß dem heiligen Koran und gemäß der Sunna wahrhaftig sein. Und er kann auch nicht Vergleich zu den Ahadith wahr sein. Das heißt, seine eigenen Träume als Grundlage zu machen, auch wenn es scheinbar eine rechtschaffene Sache ist, und sich selbst Unrecht zu tun, was man nicht bewältigen kann zu tun, das ist nicht nur unerlaubt, sondern das ist auch nicht rechtschaffen. Es ist eine Sünde. Allah hat aber einige Menschen als Gesandte geschickt oder als seine heiligen Menschen geschickt und er behandelt seine Menschen anders. Sie sind nicht gewöhnliche Menschen. Sie kann man nicht vergleichen mit normalen und gewöhnlichen Menschen. Es
kann sein, dass jemand jetzt darüber nachdenkt und sagt, dass der verheißene Messias, der Messias des Islam, auch 6 Monate lang gefastet hat. Zunächst einmal muss klar sein, dass Allah ihn zum Gesandten auserwählt hatte. Und er war dabei, ihn zum Gesandten zu erwecken. Und selbst der verheißene Messias hat darüber berichtet. Und was ist die Ermahnung, die er uns gegeben hat? Die möchte ich vorlegen. Der verheißene Messias sagt, einmal gab es einen Zufall oder ein ich sah einen Besuch im Traum und er sagte, dass es eine Sunna der Propheten ist, zu fasten, wenn Allah sie segnet. Und der verheißene Messias sagt, ich bekam also die Anweisung zu fasten und ich dachte, dass es richtig wäre, zu fasten. Und es sind 30 Visionen und Geheimnisse, die mir erläutert wurden. Es gab Offenbarungen und Wahrträume, die ich sah. Und der verheißene Messias Islam sagt, was alles passiert war und sagt, so lange zu fasten, hat mir so viele Offenbarungen gegeben, dass es Offenbarungen, ungewöhnliche Offenbarungen waren. Und der verheißene Messias sagt, aber ich sage nicht, dass jeder dies tun soll. Noch habe ich das mit meinem eigenen Willen getan, aus meinem eigenen Willen getan. Ich habe aufgrund einer Offenbarung und Vision von Allah erfahren, dass ich meinem Körper dies antun soll und 8-9 Monate lang Durst und Hunger erlebt und danach dies nicht mehr tat. Allah wollte ihm also einen gewissen Rang gewähren und deswegen hat Allah ihm dieses Zeichen gegeben und danach tat er dies nicht mehr. Der verheißene Messias Islam sagt, das ist der einzige Zeitraum gewesen. Und auch seine Anhänger hat er ermahnt, dies nicht zu tun, nicht so lange zu fasten. Der verheißene Messias Islam, ihm wird vorgeworfen, dass er gekommen war und seine Jamaat gegründet hat und so Unfrieden gestiftet haben soll und in den Muslimen Unruhe geschaffen haben soll und eine weitere 73. Gruppierung geschaffen hat. Und die Leute sagen, es war doch viel besser und wichtiger, dass man eine Einheit schafft und dass man nicht eine neue Gruppierung schafft. Diese Dinge, man sollte wissen, dass die Gesandten, wenn sie kommen, dass immer ihnen so etwas vorgeworfen wird. Auch als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, wurde ihm seitens der Mekkaner vorgeworfen, dass er sie unterteilt hätte, Feindschaft gesät hätte und Argwohn und Unfrieden geschaffen hätte, obwohl dieser Argwohn und dieser Unfriede schon vorher vorhanden waren. Und genauso passiert es heute mit den Muslimen, dass sie auch in Unfrieden leben. Sie leben in Unfrieden, sie befinden sich im Unfrieden und der Gesandte, den Allah schickt, der kommt von Allah deswegen, damit er den Unfrieden wegschafft. Damit alle auf einer Hand sich versammeln und die Menschen zu einer Einheit werden. Diejenigen, die glauben, sie werden zu einer Einheit und sie werden von Unfrieden beseitigt und andere Menschen, die Feinde, die bleiben in Unfrieden. Egal, wie viele Feindschaften gegen uns gesät werden, aber trotzdem sind sie untereinander zerstritten, diese Menschen, auch wenn sie gegen uns zusammen sind. Untereinander sind sie zerstritten. Sie sind nicht eine Einheit. Sie bekämpfen sich. Und solange sie den Imam der Zeit nicht akzeptieren, wird dies immer so weitergehen, egal ob sie uns als Muslime oder Nicht-Muslime bezeichnen. Aber wir sind gemäß der Definition Allahs und heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahre Muslime. Und keiner kann uns daran hindern, dass wir uns so nennen.
Also es muss ja mal sein Bild dieser Unfrieden und sagen, dass ein Freund einmal sagte, dass ein Ahle Hadith mit ihnen bei Jamaat Namaz verrichtete und beim Astahiyah hat jemand seinen Finger erhoben und als er diesen Finger erhob, hat er den Finger erhoben und alle, die neben ihm waren, sprachen das Namaz und sagten du und beleidigten ihn mit großen Beleidigungen. Und weil diese Menschen nicht daran glauben, dass man den Finger erheben sollte beim Tashahhud. Sie schauten nicht, dass sie beteten, sondern und dass das Brechen vom Gebet eine Sünde ist, sondern sie sprachen einfach das Gebet und stürzten sich auf ihn und schlugen ihn und beschimpften ihn und beleidigten ihn und schlugen auf ihn ein, weil er den Finger erhoben hat. Der Verheißene der Messias im Islam, also Muslim sagt, dass dieser Unfriede bereits vor der Ankunft des Verheißenen Messias im Islam da war und er kam, um Reformen zu schaffen. Derjenige, der anderen eine Wunde zufügt, der andere schlägt, ist ein Unfriedestifter. Und also Muslim sagt, Derjenige, der jemandem eine Wunde zufügt, ein Unfriedestifter oder der Arzt, der Heiland? Natürlich derjenige, der eine Wunde zufügt. Es gibt aber Menschen, die kommen wie Ärzte, die andere heilen wollen, die Salben verteilen. Wenn jemand ein Fieber hat und nicht schmecken kann und der Arzt ihn behandelt, dann kann keiner sagen, dass der Arzt Unrecht getan hat. Und wenn er ihn behandelt, sonst würde, nachdem der Arzt die Wunde behandelt hat, kann man nicht sagen, warum er dies getan hat und dass es Unrecht sei, sondern der Kranke ist dadurch geheilt worden, dass er behandelt wurde. Man kann nicht den Arzt als Unrechttuenden bezeichnen. Wenn ein Arzt jemanden Schmerzen zufügt, dann nur aufgrund der Behandlung. Und das ist eine Behandlung, die auch manchmal Schmerzen bereitet. Und der Muslim sagt, einmal kam jemand zum Verheißenen Messias zusammen und stellte genau diese Frage über diesen Unfrieden und sagte, sie haben doch Unfrieden geschaffen, indem sie eine neue Gruppierung gegründet haben und so viel Unfrieden geschaffen haben. Der Verheißene Messias zusammen sagte, sag mir mal, wenn du deine Milch beschützen willst, wirst du die mit schlechtem Joghurt vermischen oder wirst du die separat behandeln? Wenn man die Milch gut halten will, dann bewahrt man sie separat auf und mischt sie nicht in Joghurt hinein, sonst wird sie dreckig. Deswegen, wenn ein Gesandter kommt und eine Jamaat gründet, dann muss er eine neue Jamaat gründen. Diese Gruppierung, die gegründet wurde, ist eine Gruppierung eines Gesandten, eines von Gott geschickten. Deswegen war es wichtig, sie separat als Jamaat zu behandeln, als andere. Genauso wie wenn man sich vor Krankheiten beschützen sollte, sonst wird man selbst krank. Genauso ist es die Praxis Allahs, dass er die auserwählte Jamaat separat behandelt als andere Gemeinschaften. Deswegen sagt Allah, dass man bei Janaza, Hochzeit, Namaz unter sich sein soll, separat verrichten soll. Und er sagt weiter, dass viele Frauen dies einwenden. Deswegen sage ich den Frauen, dass genauso wie man mit Kranken keine gesunden Menschen vermischt, weil sie sonst auch krank werden, genauso verhält es sich mit unserer Bindung zu Nicht-Ahmadi. Viele Frauen sagen, warum unsere Schwester oder Bruder nicht mit einem Nicht-Ahmadi vermählt werden soll. Und du sagst, ich sage die Wahrheit, wenn ein Erdbeben kommt oder ein Feuer kommt und wenn dann würde diese eine Schwester versuchen, sich selber zu beschützen. Warum sind sie nicht so sensibel bei religiösen Angelegenheiten? Wenn man wüsste, warum man separat ist, dann würde man dies nicht sagen. Wenn der Glaube in Gefahr besteht, dann muss man separat sein.
deswegen versteht ihr dies nicht und habt diese Gedanken. Wenn ihr wüsstet, wie schlimm die Lage ist, dann würdet ihr dies nicht tun. Wenn Gott euch einen Engel schickt, einen Todesengel, und er sagt, ich möchte eigentlich, sollte ich euren Freund oder euren Bruder töten, aber ich werde dich töten, dann wird niemand dies akzeptieren. Allah sagt, Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, O ihr gläubigen Menschen, ihr sollt euch und eure Familien vor dem Höllenfeuer beschützen. Und der verheißene Messias, in letzter Zeit, die Anhänger des verheißenen Messias, wenn sie mit Nicht-Ahmadis vermählt werden, dann würden sie die Ahmadis verlassen oder sterben in einem Zustand, dass sie bedrückt sind, weil sie Schwächen zeigen, weil sie von ihren Familien getrennt werden, aufgrund von religiösen Unstimmigkeiten. Genauso passiert dies heute. Das ist ein Feuer. Wollen sie denn, will eine Frau denn selbst sich ins Feuer stürzen? Nur aufgrund von Kontakten, von sozialen Kontakten, will sie sich ins Feuer stürzen? Davor sollte man sich bewahren. Wenn man also, wenn wir also nicht heiraten mit anderen Menschen, jetzt, das ist ein Vorwurf, der gemacht wird, dann ist das nicht, weil wir andere nicht mögen, sondern weil wir uns beschützen wollen. Weil wir den Glauben der Welt vorziehen. Aber zu denken, also so ein Gedanke kann nur jemand haben, der versteht, was es bedeutet, den Glauben vorzuziehen. Und das sind auch Jungen, die nicht Ahmadi-Mädchen heiraten, die andere heiraten, auch sie sollten darüber nachdenken und verstehen, dass wenn sie sich selbst als Ahmadi bezeichnen wollen und wahre Ahmadi sind, dann sollten sie nicht ihre persönlichen egoistischen Wünsche und Trieben folgen, sondern sollten, wenn ihr Alter der Heirat da ist, Ahmadi-Mädchen heiraten. Sie sollten nicht die weltlichen Wünsche erfüllen, sondern sie sollten die Dinge, die für ihre Kinder gut sein werden, nicht nur Mädchen gehen verloren, sondern wenn Jungen anderswo heiraten, dann gehen auch die Nachkommen verloren. Jeder Ahmadi sollte wissen, dass ein Ahmadi nicht aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder Verwandtschaft ein Ahmadi ist, sondern er muss den Glauben verstehen und so versuchen, ein Ahmadi zu werden. Wenn Ahmadi Jungen draußen heiraten, nicht Ahmadis heiraten, wo werden dann die Ahmadi-Mädchen hingehen? Wen werden sie heiraten? Deswegen sollten Ahmadi-Jungen darüber nachdenken. Und wenn jetzt nicht, und weil es der Fall ist, weil viele Menschen sich nicht darum kümmern, wenn sie jetzt sich nicht darum kümmern, dann werden ihre Kinder kein Ahmadis mehr sein, ihre Nachkommen kein Ahmadis mehr sein. Außer, dass Allah besonders jemanden segnet. Ich sage auch den Jungen, die draußen heiraten wollen, immer, dass sie auch die Pflichten gegenüber den Mädchen erfüllen sollen. Und wenn sie irgendwo draußen geheiratet haben, dann muss ein Ahmadi, Jugendlicher, seine Familie auch zu Ahmadiyyat einladen und dann heiraten. So kümmert sich man sich auch um das Tablir. Und es kann auch sein, dass man deswegen auch selber bereit ist, Ahmadi-Mädchen zu heiraten. Es gibt viele Probleme, die da in den Ehen der Mädchen da sind, und zwar von nicht nur heute, sondern seit langem. Und Hazrat Musa Mu'adh sagt an einer Stelle, dass ein wichtiges Problem, über das ich heute sagen will, ist das Nikah, die Eheschließung zwischen Ahmadis und Nicht-Ahmadis. Und man stellt sich auch die Frage nach dem Kufr deswegen. Viele unserer Jamaat-Mitglieder haben Probleme bei der Ehe, und ich wusste dies auch vorher, aber in den letzten 9 Monaten gab es sehr viele Schwierigkeiten, sagt Hazrat Musa Mu'adh. Also muss man sagen,
dass nach dem Khilafat 9 Monate danach im Jahre 1914 die Hilfe Ferana war. Und er sagt, dass nach, gemäß den Briefen habe ich gesehen, dass viele große Schmerzen deswegen haben. Und genauso passiert es heute. Dieser Schmerz, der geht weiter. Für viele, die Probleme haben. Aber wir müssen diese Probleme auch lösen. Also Muslim Maud sagt, dass der verheißene Messias al-Islam darüber gesagt hatte, dass Ahmadi Mädchen und Jungen, deren Namen in einem Register eingetragen werden sollen, und er hatte dieses Register vorbereitet, und dieser Mensch hatte vorgeschlagen, dass es große Probleme bei Ehen gibt. Und sie sagen, dass wir nicht Ahmadi heiraten sollen, aber unsere Jamaat ist verteilt, was sollen wir tun? Es muss ein Register geben, wo alle Jungen und Mädchen eingetragen werden, die nicht verheiratet sind, damit es zu Einfachheit kommt. Und wenn jemand so bittet, dass man dann schaut und dann eine Sichter macht. Denn niemand, kein Ahmadi, dieser Mensch sagte zum Beispiel, dass jetzt Islam, es gibt keinen Ahmadi, der ihnen nicht folgen würde. Und es gibt Menschen, die früh in Prüfungen geraten. Sie fragen nach Lösung der Probleme, aber sie haben ihre persönlichen Wünsche und geraten in Schwierigkeiten. Und also muss man sagen, auch dieser Mensch, der dies vorschlug, hatte keine richtige Absicht. Es gab einen Menschen, der sehr aufrichtig und fromm war, wollte heiraten. Und genau dieser Mensch, der dem Verheißenen Messias vorschlug, dass man ein Register haben sollte, er hat eine Tochter gehabt. Und der Verheißene Messias, der ist Islam, sagte zu diesem Menschen, dass du dort nachfragen kannst. Derjenige, der diesen Vorschlag hatte, er hat eine Tochter. Und als dieses Richter kam, sagte der Verheißene Messias, der Islam, frag diesem Haus nach. Aber er war nicht bereit, seine Tochter zu vermählen, und er vermählte seine Tochter in den Nicht-Ahmadi. Als der Verheißene Messias Islam dies erfuhr, sagte er, ich werde ab heute nicht mehr Ehen vermitteln, aber als wenn damals dieser Mensch dies nicht getan hätte, würden heute die Menschen keine Schmerzen haben. Manchmal passiert es, dass eine Leugnung vor einem Propheten zu einer Prüfung in der Zukunft für die ganze Jamaat wird, wenn man einen Propheten leugnet oder ihm nicht gehorcht. Es kann eine Prüfung der Zukunft sein. Und dann, nach gewisser Zeit, wird es einem bewusst, welchen Fehler man gemacht hat. Und dann gibt es große Probleme, die entstehen. Es gibt viele Menschen und auch viele Mädchen, die mir schreiben, dass wir dies entschieden haben und nun es bereuen, dies entschieden zu haben. Und wir haben keinen Kontakt mehr zu unseren Eltern oder zu unseren Verwandten, und es gibt Probleme in den Familien. Aber es gibt auch solche Menschen, die aufgrund ihres Egos Ahmadi Familien nicht akzeptieren und draußen heiraten. Obwohl Mädchen und Jungen bereit sind. Ich habe gesehen, auch manchmal, dass ihr dort oder dort heiraten sollt, aber sie waren egoistisch und taten dies nicht. Es gab solche Menschen, die den Verheißenen Messias Islam leugneten. Und es ist ja nichts Großes, dass man auch mich leugnet bei diesen Sachen und mir nicht gehorcht, wenn man den Verheißenen Messias Islam nicht gehorcht hat. Aber solche Menschen kommen in großen Schwierigkeiten. In Deutschland passierte genau dies, dass die Eltern ihre Tochter nicht vermelden und dann ihre Tochter töteten, und jetzt sind sie im Gefängnis, weil sie nicht gehorchten und ihre Tochter nicht vermählt hatten. Jetzt sitzen sie im Gefängnis, und die Eltern sollten nicht aufgrund ihres Egoismus oder ihrer egoistischen Wünsche sich dagegen stellen. Eine Sache ist auch wichtig für Mädchen,
obwohl der Wunsch der Mädchen immer beachtet werden muss. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass man den Willen des Mädchens beachten muss. Aber der Islam weist auch darauf hin, dass das Nikah ohne den Wali nicht geschehen kann. Wenn der Wali dies nicht wünscht, dann kann das Nikah nicht geschehen. Und der Vormund des Mädchens. Und also Muslim sagt, wenn Allah den verheißten Messias geschickt hat, dann sagt unsere Scharia auch, der Islam sagt, dass der Wali, also der Vormund, entscheiden muss, außer bei einigen Ausnahmen, die die Scharia selber festgelegt hat. Und ohne diese Ausnahmen kann man nicht ohne die Bewilligung von Wali ein Nikah machen. Und das ist nicht islamisch, wenn man dies tut. Und das ist unsere Pflicht, dass wir solchen Menschen dies beibringen. Und wenn sie dies nicht tun, dann müssen wir diese Menschen, den Kontakt zu diesen Menschen abbrechen. Es gab auch zur Zeit des Verheißten Messias al-Islam solche Ereignisse. Ein Mädchen wollte einen Jungen heiraten, aber der Vater willigte nicht ein. Und in der Nähe von Qadian gingen sie in einen Wald und ließen ihr Negar von einem Mullah verlesen. Und sie kamen nach Qadian und sagten, wir sind verheiratet. Als der Weiße Messias Islam dies erfuhr, ließ er diese beiden aus Qadian verbannen und sagte, das ist gegen die Scharia, dass man nur gemäß dem Wunsch des Mädchens heiratet, ohne die Einwilligung des Walis, des Vormunds. Das ist nicht erlaubt. Obwohl das Mädchen dies wollte, dass sie ihn heiratet, aber ihr Wali, ihr Vormund, war nicht einverstanden. Deswegen hat der Verheißene Messias Islam die beiden aus Qadian verbannt. Und genauso geschah es auch vor Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Und Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu sagte, dass ich das dem Mädchen gesagt habe und dem Jungen gesagt habe. Eine Frau kam und sagte, das Mädchen war bereit, deswegen hat mein Sohn geheiratet. Und er sagte, Hazrat Muslim sagte, dein Junge bekommt einen Richter, deswegen sagst du, dass das Mädchen einverstanden ist und warum wir ein Einverständnis des Walis brauchen. Aber auch du hast Mädchen. Wenn sie schon vermählt sind, dann haben sie. Möchtest du, dass eine von ihnen irgendeinen anderen Mann heiratet? Genauso wie vorher gesagt wurde, weder die Eltern sollten so hart sein, dass sie aufgrund ihrer falschen Ehre eine Richter nicht eingehen ohne und dann sogar ihr Kind töten und so Unrecht, so ein großes Unrecht machen. Noch ist es erlaubt für Mädchen, dass sie einfach ohne Erlaubnis ihres Vaters ihr Nikah verlesen lassen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann können Mädchen dem Kalifen der Zeit schreiben. Und er kann gemäß der Situation entscheiden. Wenn man den Glauben der Welt vorgezogen hat und das versprochen hat und die Mädchen und die Jungen dies befolgen, dann wird Allah ihnen auch helfen. In einer Khutba hat das Muslim radhiyallahu ta'ala anhu dieses Thema behandelt, über Zikr Ilahi und den Kontakt zu Allah und über die Liebe Gottes. Dafür ist es wichtig, dass man die Eigenschaften Gottes immer vor seinen Augen hält und mittels dieser Eigenschaften versucht, die Gebete an Gott heranzutragen. Das ist die Liebe zu Gott, die dadurch entsteht. Und das ist ein Naturgesetz, dass auch bei den weltlichen Bindungen und Lieben es wichtig ist, dass man entweder denjenigen, den man liebt, seine Nähe sucht oder zumindest versucht, sein Bild vor seinen Augen zu halten, damit man ihn lieben kann. Also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu sagt darüber, für die Liebe ist es wichtig, entweder in der Nähe des Geliebten zu sein oder sein Bild vor seinen Augen zu haben. Beispielsweise sagt der Islam, das ist nichts Neues, sondern der Islam sagt, wenn du heiratest, dann sollst du auch sehen, wen du heiratest. Du sollst dir das Gesicht anschauen. Und wo es schwierig ist, das Gesicht zu sehen, gibt es
Auch damals gab es Fotos, die gemacht wurden, und man konnte, auch heute gibt es die Möglichkeit, die Möglichkeit Fotos zu sehen. Also muss man das dann nur sagen, als ich heiratete, war ich sehr jung, und der Feind in der Vierzel Islam schrieb Dr. Schieberdin Saib, dass sie ein Foto des Mädchens schicken sollen, und er schickte ein Foto, und der Feind in der Vierzel Islam zeigte mir dieses Foto. Ich sagte, ja, ich will heiraten. Er willigte der Feind von Messias al-Islam ein. Wie kann man also lieben, ohne zu sehen? Genauso wie wenn Allah vor euch tritt. Jetzt geht es um die Liebe Gottes. Wenn Gott vor euch tritt und ihr die Hände vor euren Augen legt und ihn gar nicht anschaut und sagt, dass ihr Gott lieben wollt. Wie könnt ihr Gott lieben, wenn ihr ihn nicht gesehen habt? Der Feind von Messias al-Islam sagt in einem Vers, wenn du ihn nicht sehen kannst, dann zumindest sollst du mit ihm reden oder zumindest sollst du seine Kennzeichen sehen. Du sollst zumindest seine Stimme hören. Irgendein Kennzeichen von dem Geliebten solltest du vor deinen Augen haben, wenn du ihn lieben möchtest. Und das ist das Bild Gottes. Was ist das Bild Gottes? Er ist Rabb, er ist der Herr der Welten. Er ist Rahman, Rahim, Malik, Yawmiddin, seine Eigenschaften. Er ist Sattar, Kudus, Mohammed, Salam, Jabbar, Kahar und viele verschiedene Attribute hat er. Das sind die Kennzeichen Allahs, die man vor seinen Augen hat. Wenn man über diese Kennzeichen nachdenkt und diese in seinem Herzen immer vor seinen Augen hat, dann sind es die Attribute Gottes, die zu den Augen werden oder die zu dem Geschmack werden oder die zu dem Haus werden oder die zu irgendetwas anderem werden, und man kann ein vollkommenes Bild Allahs sehen. Wenn man also Allah liebt, dann muss man diese Attribute in seinem Herzen als Bild vor seinen Augen haben. Das kann dazu führen, das führt dazu, dass man Allah liebt. Und der Mensch sollte dann versuchen, Gottes Nähe zu erlangen. Ein wahrer gläubiger Mensch muss auch ein Ehrgefühl für den Glauben haben. Darüber sagt, also Muslim Radhiyallahu, dass der verheißene Messias al-Islam seine gesegnete Zunge, ich hörte oft aus seiner gesegneten Zunge, und viele hunderte Gefährten leben heute noch, die dies gehört haben, dass er zu sagen pflegte, dass es auch solche Menschen gibt, die aufgrund ihrer Natur nicht einen falschen Weg befolgen können. Oder obwohl sie gute Absichten haben, können sie dies nicht tun. Der Verheißene Messias erst am Pflicht zu sagen, dass es einen Mann gab, der zu seinem Freund sagte, schau nach einem Richter für mein Mädchen, meine Tochter. Und ein Freund kam und sagte, ich habe ein geeignetes Richter gefunden. Und er fragte, was ist wie? Ist der Junge? Er sagte, der Junge ist sehr fromm. Er fragte, sag mir noch etwas. Er sagte, es reicht doch, dass er fromm ist. Er ist sehr fromm und sehr rechtschaffen. Und er sagte, sag mir doch noch weitere Dinge. Er sagte, was soll ich denn sagen? Ich habe doch schon gesagt, dass er ein sehr guter Mensch ist. Und derjenige, der Vater, der Tochter sagte, ich kann ihn nicht vermählen, wenn du über ihn nur so viel sagst, dass er gut ist, wenn er nichts arbeitet, wenn er nichts tut, wenn jemand meine Tochter entführt, dann wird er aufgrund seiner Gutmütigkeit einfach nur rumsitzen und nichts machen. Deswegen sagte man muss auch ein Ehrgefühl haben für die Menschen, für den Glauben. Es gibt Menschen, die zwar fromm aussehen, aber kein Ehrgefühl für den Glauben haben. Obwohl sie eine gute Absicht haben und als Gläubige gelten, aber für sie selbst und für die Jamaat ist ihre Gutmütigkeit schädlich. Man sollte also auch Ehrgefühl haben. Es gibt Menschen, die manchmal dem Islamischen Jamaat etwas vorwerfen, und sie sitzen bei diesen gutmütigen Menschen
und machen falsche Sachen. Man reicht also nicht aus, gutmütig zu sein. Wenn man irgendwo sitzen bleibt, wo so etwas passiert, dann ist es ein unehrliches Handeln. Man sollte zumindest das Ehrgefühl haben, dass dort, wo gegen den Nizami Jamaat etwas gesagt wird, dass man dort aufsteht. Und wenn ein Mensch, der Unfrieden stiftet, dies immer wieder tut, dann sollte man das dem Nizam sagen und das Nizami Jamaat sollte dem Kalifen der Zeit dies sagen, damit er die richtigen Maßnahmen einleiten kann. Ich möchte ein Ereignis über Nicht-Ahmadis erzählen, die, wie sie in den Herzen der Menschen Argwohn gegen den Versen Messias Islam setzten und wie sie auch früher logen und auch heute lügen. Also Muslim Radhi Allah Talanhu sagt, dass auch der verheißene Messias Islam Sahib genannt wurde, also Zauberer von einigen Menschen. Und also Muslim Radhi sagt, dass ein Molvi in Firozpur eine Rede hielt. Und er sagte, man darf niemals die Bücher der Ahmadis lesen. Und niemals nach Qadian gehen. Und er erzählte auch seine erfundenen Geschichten in seiner Rede. Und sich selber Eindruck und seiner Rede Eindruck zu geben, erzählte er eine erfundene Geschichte und sagte, ich ging einmal nach Qadian und mit mir war auch ein Fürst und wir gingen ins Gästezimmer und wir sagten, wir wollen Mirza Sahib sehen. Nach einer Zeit kam Molvi Nuruddin Sahib und erzählte uns süße Geschichten. Und danach holte uns jemand Halwa, Süßigkeit, und sagte, also Molvi Sahib sagte, für sie ist dies zubereitet worden. Und Molvi Sahib sagte, ich wusste natürlich, dass dies ein Zauber ist. In diesem Halwa war Zauber drin. Und deswegen aß ich dieses Halwa nicht. Aber mein Freund wusste dies nicht. Und er aß dieses Halwa. Und ich ging dort weg. Molvi Nuruddin Sahib wusste nicht, dass ich diese Halwa nicht gegessen habe. Und nach gewisser Zeit sagte dieser Freund, der die Halwa gegessen hatte, ich fühle mich sehr angezogen und ich möchte Bad machen. Als ob das Halwa, diese Süßigkeit, eine Wirkung auf ihn hatte und er deswegen Bad machen wollte. Und ich wurde nicht verzaubert von dieser Halwa. Nach gewisser Zeit kam Mirza Sahib und ließ Molvi Nuruddin Sahib und sich selbst irgendwo hinsetzen und auch ich war dabei. Und dieser Molvi Sahib lügt weiter und sagt, dass Mirza Sahib mit mir anfing zu reden. Und auch ich nickte immer und sagte ja, um einfach zuzuhören. Und also Mirza Sahib dachte, dass ich glauben werde, weil er Halwa gegessen hatte. Weil es verzaubert war. Molvi Sahib sagte erst, ich bin ein Gesandter. Danach sagte er, ich bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bin noch mehr als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, Gott bewahre. Dann sagte Mirza Sahib, ich bin Gott. Nauzubillah, Gott bewahre. Und ich sagte, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Das ist doch alles eine Lüge, sagte Molvi Sahib. Und Mirza Sahib fragte Molvi Nuruddin Sahib, haben Sie ihm nicht Halwa gegeben? Er wurde nicht verzaubert. Und Molvi Nuruddin Sahib sagte, ja doch, ich hatte ihm eigentlich gegeben. Aber auch Allah zeigt, wie diese Menschen lügen. Und auch genauso passierte dies damals. In der Majlis gab es auch einen Nicht-Ahmadi-Anwalt, der dort saß, aber er war ein sehr ehrwürdiger Mensch. Und er ging auch zu Hazrat Khalifa Masih Awwal, um sich behandeln zu lassen. Er stand auf und sagte, ich wusste, dass Molvis lügen. Und ich wusste, dass sie lügen. Aber heute habe ich verstanden, dass es gar keine anderen Menschen gibt, die noch mehr lügen können als diese Molvis. Und dieser Anwalt sagte, wissen Sie, dass ich ein Nicht-Ahmadi bin? Sie wissen, dass ich ein Nicht-Ahmadi bin. Aber ich ging dorthin, um mich behandeln zu lassen, und ich bin dort geblieben.
dieser Maulvi hat gelogen, und das ist alles eine Lüge. Dort gibt es nicht einmal eine Kutsche, wo man sich irgendwo hinsetzen könnte. Und er sagt, dass es dort Autos gibt. Und dass dort der Feist der Messias Islam saß und auch ich saß und dort saß. Dort gab es gar nicht solche Gefährte und es gab nicht mal Kutschen und sie durch ein. Und dieses besondere Gefährt, sagt also Muslim al-Zaytanu, gab es nicht einmal bis zur Zeit des zweiten Kalifen dort in Gabi. Also Muslim sagt, es gibt Menschen, die glauben, dass hier die Menschen verzaubert werden. Das liegt daran, dass die Menschen, die der Jamaat zugehörig sind, dass sie geschlagen werden, beschimpft werden, dass ihnen Schaden zugefügt wird, aber trotzdem bleiben sie aufrichtig und bleiben sie Ahmadi. Sie glauben, dass sie sich fürchten müssen, aber sie fürchten sich nicht, diese Menschen. Und das scheint für sie wie ein Zauber zu sein, weswegen sie ihrem Glauben treu bleiben. Möge Allah die Umma, die Gemeinschaft vor diesen lügnerischen Maulvis beschützen und ihnen die Kraft geben, die Wahrheit zu erkennen. Und auch uns die Kraft geben, dass wir unseren Verantwortungen nachgehen. Nach den Gebeten werde ich zwei Janazas verrichten. Einen Janaza Hazir von Frau Sakina Nahib Saiba, Tochter von Muhammad bin Saib Marhum, Jammu Kashmir. Und Frau von Muhammad Rashid Saib Marhum. Sie ist am 3. April im Alter von 90 Jahren hier verstorben in Alindahi wa inna ilahi Rajiun. Ihr Vater wurde Ahmadi. Und obwohl in Kaschmir viel Feindschaft herrschte, hat sie im Alter von 16 Jahren Bett gemacht und nach der Hochzeit Sani und seine Frau ging nach Dilhousi und sie konnte Gastfreundschaft erweisen. Und sie war Sadr Lejna in ihrer Jamaat in Pakistan im Jahre 1974, wurde ihr Haus verbrannt, aber sie war sehr geduldig. Von den Nicht-Ahmadi-Gegnern wurde sie verbrannt und dann kam sie hierher nach England und lehrte vielen Kindern den Heiligen Koran und hatte eine sehr enge Beziehung zu Nizami Jamaat und Khilafat. Und trotz ihres hohen Alters traf sie mich und sie war sehr aufrichtig, sehr rechtschaffen, Musia, und sie hat 3 Töchter und 3 Söhne hinterlassen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Das zweite Janaza ist von Shokat Wali Sahib Shahid, Sohn von Qazi Wali Sahib. In Azad Kashmir kam er her aus Azad Kashmir und er war in Gwadar, Balochistan als Soldat tätig. Am 3. April 2016 hat eine terroristische Organisation gefeuert und er starb als Märtyrer in Rilahi wa inna ilahi Rajiun. Die Maulvis sagen, dass die Ahmadis dem Land nicht dienen. Es gibt Ahmadis, die für das Land sterben und es sind die Ahmadis, die dem Land etwas Gutes tun. Und sein Urgroßvater Qazi Firozin Saib wurde Ahmadi, Fazilat al-Anhu, von Khairuddin Saib. Er kam von Azad Kashmir nach Qadian und legte das Bett an der Hand des Feisten des Hirsel Islam ab und trat in die Jamaat ein. Und sein Urgroßvater, bitterlicherseits, nahm auch an der Hand des Feisten des Hirsel Islam die Ahmadiyyat an. Und die Familie war sehr angesehen. Vor dem Bett und nach dem Bett hatte die Familie große Schwierigkeiten, wurde boykottiert. Trotzdem blieben sie aufrichtig Ahmadis. Und durch die Segnungen Gottes ist das eine sehr aufrichtige Familie. Qazi Firozin Saib hatte Asthma gehabt und der verheißene Messias al-Islam bat um Dua und er sagte, Allah wird sie heilen.
und sein Asthma und seine Krankheit ging weg und er erreichte ein Alter von über 80 Jahren. Sein Vater von dem Shahid war im Februar 2013 von Kashmir nach Rabwa gekommen und blieb dort. Shahid wurde in Azad Kashmir geboren. 1995 wurde er geboren, hatte Realschulabschluss gemacht. Vor 1,5 Jahren ist er als Soldat in die Armee ins Militär gegangen und war erst jetzt mit seiner Ausbildung fertig. Und gegen die Terroristen wurde er eingesetzt in Gwadar, Balochistan. Zwischen 2. und 3. April geschah es, dieses Ereignis. Und über Karachi wurde sein Leichnam dann nach Lahore, dann nach Rabwa gebracht und mit militärischen Ehren wurde er beigesetzt. Er war auch Musi und hatte große Eigenschaftsfähigkeit, Gastfreundschaft und Mitleid und Liebe, war ein aufrichtiger Mensch, er betete, eine enge Bindung mit dem Kalifat hatte. Und er ging in verschiedene Bereiche, Gegenden und hörte immer die Khutbah über das Telefon. Und auch 2 Tage vor seiner Shahadat hatte er alle seine Gender beglichen. Er hatte auch eine sehr schöne Stimme. Und er las einen Nazm, das heißt Messias Islam, vor den Nicht-Ahmadis. Und viele Nicht-Ahmadis waren da. Und sie bewunderten dies und sagten, dass sie fragten, so ein schönes Gedicht, von wem ist dies? Wir haben dies niemals gehört. Er diente der Menschheit immer. Einmal wurden ihm 4 Monate Einkommen gewährt und er gab dieses Geld einem Freund, der Shahid war, der verstarb in einer militärischen Aktion, obwohl er selber auch dies benötigte, gab er dies weiter der Familie des Verstorbenen. Und jemand hat geträumt, dass er mit einem Besuch saß, der verstorben war und empfing Licht auf seinem Gesicht und war leuchtend, lichterfüllt. In Rabwa hatte er verschiedene Aufgaben, machte verschiedene Dienste, war auch gerade im Masjid in einer Moschee. Vater, Mutter, 2 Brüder, 2 Schwestern hinterlassen, war nicht verheiratet, möge Allah seine Ränge erhöhen und alle Familienmitgliedern Geduld gewähren. Er war Musi, habe ich bereits gesagt. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.